Hallo, hallo, da bin ich wieder in Berlin. Unglaublich. Und da ist schon wieder der Fotograf, der bombt schon wieder mein Video. Es ist unglaublich. Ich wurde eingeladen von Rossmann und zwar, hier könnt ihr schon erkennen, Revlon kommt wieder zurück nach Deutschland und ich bin schon total gespannt. Ich habe mir gerade die Agenda durchgelesen, unseren Ablaufplan. Dunja Slimani ist da, Yamina 1404, Hatice Schmidt ist auch da und ganz viele andere Bloggerinnen und Blogger. Und meine liebste Liebling Steffi ist auch da. Ich freue mich total. Wir waren ja letzte Woche erst gemeinsam hier in Berlin. Wir lieben Berlin. Und ja, Berlin ist richtig cool. Ich bin jetzt schon total gespannt, was so auf uns zukommt. Ich habe sehr viel Gutes darüber gehört. Und ja, jetzt bin ich schon total gespannt. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Wir sind nämlich gerade eben erst angekommen. Und schauen mal, was heute so los ist. Ne? Mama. Mein liebster Fotograf. Was sagst du dazu? Das wird super. Der belauert uns auch. Und die Heidi nicht im Profil fotografieren, ne? Auf keinen Fall. Also, lass uns reingehen. Revlon, right here, right now, and you're with me. What's up? So excited to be here. I love makeup. I love being the face of Revlon. I love this whole thing, and I love love. Ich möchte euch gerne nochmal ganz, ganz herzlich heute hier begrüßen auf dieser Veranstaltung und freue mich, dass ein ganz spannender und inhaltsvoller Tag heute vor uns liegt. Wir feiern heute gemeinsam den exklusiven Launch von Revlon bei Rossmann. Erstmal hallo alle zusammen. Also mit Revlon verbindet mich eine ganz, ganz lange Geschichte. Noch bevor ich mit Social Media angefangen habe, damals als 18-Jährige, als ich mein Studium angefangen habe mit Wirtschaftswissenschaften, also komplett was anderes, weiß ich, dass ich vor meinem allerersten Studentengehalt einen Trip nach London mit meiner Freundin gebucht hatte. Und ich weiß noch, wie ich damals im Boots stand und mir unbedingt so ein Revlon Colors Day Okay. Ich sage 3, 2, 1, yay! Ich denke, alle Liebhaber jetzt unter euch können es kaum erwarten, zu swatchen, die Produkte in die Hand zu nehmen. Ich würde mal sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Erster Workshop. Sie erklären uns jetzt alles. Wir machen jetzt Tassen. Den Nagellack hier in das Wasser rein. Achso, okay. Genau, deswegen am besten irgendwie zu zweit. Genau. Ja, Joanna. Wir machen es zusammen. Und wenn die beiden Lacke dann... wenn du lieb bist. Wenn die beiden Lacke dann hier drin sind, ja, dann kann man das so mit diesem Zahnstoff ein bisschen vermischen. Den Spülmaschinen fest. Aber wir müssen sie zu Hause erstmal in den Backen putzen. 90 Minuten. Ja, 100. Okay, ja, das machen wir. Genau. Und dann ist es schon. Ich habe aber aufgepasst, ne? Ja. Also ja, da ist schon wieder die Nachrichtige, ey. Der Kevin Reutner, der macht mich fertig, ey. So. Und die beiden zusammen. Nee, beide zusammen. Hey. Ja. Johanna W., das wird nix. Stimmt ja, das mit dir. Ja. Ja. Mal gucken, ob schön. Go, Johanna. So. Ups. Sieht aus wie damals diese T-Shirts, die man immer hatte. Ja, diese Basic. Ja, genau. So, wir hatten jetzt verschiedene Workshops und jetzt ist gerade ein Make-up-Artist vorne auf der Bühne und erklärt uns einiges. Und zwar nennt er sich Davis. Und er kommt aus Barcelona, ne? Genau. Der hat sich jetzt auch selbstständig gemacht und der liebt die Revlon-Produkte, so wie ich das verstanden habe. Und der ist so süß, wie der alles erklärt, total cool. Und wir hören hier alle ganz gespannt zu. Das erklärt er gerade nichts, jetzt wo die Kamera an ist. Mhm. Oh, super. Eva Apply and I diffuse. Ja, ich zeige euch das mal hin. Ich schmecke mal rüber. Compact and transparent powder. And of course in the same range. That's me. If you apply color safe foundation, you need to apply as well color safe powder. Die Hatice, die schaut auch ganz gespannt zu. Und auch die Yamina und die Dunja. So, let me finish there. And then apply with the regular makeup brush. Da kommt sie, die Dunja. Also. Hallo. Ich finde das ganz interessant. Kommt sie zu uns. Ist echt interessant, alle total still. Habt ihr euch mal diese Tasche hier von diesem Luxus
Mädel angeschaut. Das ist ja wohl der Knüller, oder? Ja, sorry. Die gehört gar nicht mir, die gehört der Jamina. Aha! Ich durfte sie kurz aber halten. Weißt du was, ich finde die Spiele richtig gut. Ehemann! Vielleicht darfst du die ja behalten. Wir haben bald Hochzeitstag. Jamina, darf ich deine Tasche behalten? Sie kann gar nicht. Gar keine Antwort. Das bedeutet ja. Komm, lass schnell gehen. Schnell, Johanna. Tschüss, Jamina. Wir dürfen uns jetzt gerade eine Lip Color aussuchen von diesem Aufsteller hier. Und hier ist eine Maschine. Genau. Und da wird jetzt unser Name drauf graviert, denke ich mal. Ne? Graviert, Steffi, gell? Ja. Oder gelasert. Jetzt schauen wir mal. Das wird also personalisiert. Ich liebe personalisierte Geschenke, das wisst ihr ja. Habe ich euch auch mal ein Video zu gemacht. Was hast du für eine Farbe genommen? Ich weiß nicht, ich habe einmal die dunkle genommen hier, die heißt. Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, was heißt der? Nummer 675. Und ich kämpfe gerade mit mir, ob ich diese noch nehme oder die. Wir werden sehen. Jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt. Okay, ich bin im Nagellackhimmel angekommen. Ich liebe Nagellack, ich bin schon echt voll gespannt, wie die sind und werde mir mit Sicherheit einige Farben zulegen. Und hier haben wir die Lippenprodukte. Also ich muss ja wirklich sagen, dass das Packaging der absolute Wahnsinn ist. Schaut mal bitte, wie hochwertig und edel das aussieht. Die riechen so, so gut. Bin echt gespannt auf diese matten Lippenstifte, wie die so sind und ob die auch wirklich so matt sind. Ja, und ob sie das halten, was sie versprechen, und werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und hier haben wir jetzt die berühmte Foundation. Also ich muss sagen, dass da ganz, ganz viele von schwärmen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich überhaupt keine Foundation von Revlon, da bin ich auch ehrlich. Aber ich werde da was testen mit Sicherheit und werde euch da meine ehrliche Meinung drüber sagen. Ich wollte euch auch noch hier von der Mascara berichten. Und zwar wundert euch nicht, wenn die Kappen verschiedene Farben haben. Also die haben nichts mit der Farbe der Mascara zu tun, sondern die sind auf die Bedürfnisse der Frau abgestimmt. Zum Beispiel, wenn wir viel Volumen haben möchten oder wenn wir lange Wimpern haben möchten, wenn wir sie definiert haben möchten zum Beispiel. Also da könnt ihr mal schauen. Und ja, das waren jetzt hier noch die Nagellacke, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und ich schaue mich jetzt einfach mal noch ein bisschen durch. Hier schaut mal, wie viele Farben es gibt. Unfassbar. Ganz, ganz toll. Und hier unten haben wir dann auch noch Lippenstifte und Lippenprodukte. Also wie gesagt, ich bin total gespannt. Und dann gibt es auch ein Puder, und zwar dieses hier. Auf das bin ich auch schon sehr, sehr gespannt, wie das sein wird. Und werde euch da auch natürlich auf dem Laufenden halten. Also mal schauen, was wir so zum Testen jetzt noch anschauen werden. Beziehungsweise was ich mir dann selbst kaufen werde. Und ja, dann werde ich euch natürlich schön fleißig darüber berichten. Aber schön, dass es jetzt erstmal natürlich zu Rossmann kommt. Ja, diese tolle Marke. Und ich bin echt total begeistert. Also ich freue mich auch echt drauf, wieder mal was Neues austesten zu dürfen. Hier sind jetzt noch so Stationen aufgebaut. Da können wir dann auch fleißig testen und uns noch die Produkte näher anschauen. Mal schauen, also gerade die Foundation, habe ich euch ja gerade gesagt, interessiert mich sehr, weil viele, viele davon schwärmen und mir schon gesagt haben, dass ich sie auf jeden Fall testen soll. Ich frage jetzt einfach mal, welche Farbe für mich geeignet wäre. Gerade die Produkte hier entdeckt, finde ich super interessant. Zum einen auch dieser Blush hier, Insta Blush, schaut euch das mal an. Also da bin ich mal total gespannt. Gibt es in verschiedenen Nuancen, der ist etwas dunkler und der etwas heller. Was mich aber auch super interessiert, ist dieses Produkt hier, Insta Fix Photo Ready. Also da bin ich auch mal gespannt. Und ganz, ganz toll finde ich auch das Packaging von dieser Foundation hier. Also ja, ich bin echt total gespannt. Diese zwei Highlighter hier habe ich auch gerade geswatcht. Hier auf meinem Handrücken. Richtig, richtig schön. Gefallen mir auch gut. Schön cremig. Und jetzt arbeite ich mich mal hier weiter durch und schaue mir weiter die Produkte noch an. So, ich habe jetzt gerade voll die schöne Handmassage bekommen und jetzt lassen wir Luftballons steigen. Da ist meiner. Seht ihr den? Da ist er. Wir haben da Wünsche drauf geschrieben und jetzt lassen wir die steigen. Wir warten jetzt noch auf die anderen. Mal gucken und bleiben. Da vorne sind die Mädels. Dann lassen wir unsere Luftballons steigen, wenn sie jetzt endlich mal kommen. Das sind so die Mädels. Wir positionieren uns noch. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Aber Hauptsache die Steffi ist bei mir. Stunden später. Oh Mann. So sieht es jetzt hier aus. Ein Blogger-Mädchenhaufen hier. Alle zusammen. Wer hat aufgepasst? Der Boris Felde. 3, 2, 1 und 2, 1, los! Ich habe noch eine kleine Roomtour für euch. Und zwar war ich gerade schon ganz kurz hier drinnen und ich muss euch das unbedingt zeigen. Mein Zimmer für heute Nacht. Schaut es euch an, wie schön das hier aussieht. Es sieht so, so gemütlich aus. Mal was ganz, ganz anderes. Also eine andere Art von Hotelzimmer. Der Wahnsinn. Ich finde es richtig, richtig schön. Edel auf eine andere Art. Also so Vintage-mäßig, wenn man das so sagen kann. Also ich finde es gerade richtig cool. Ich bin total begeistert von diesem Hotelzimmer hier. Morgen früh habe ich dann diesen Ausblick. Leider regnet es gerade. Aber ja, ich bin, wie gesagt, schwer begeistert gerade. Und da bin ich, wie ihr sehen könnt. Wir gehen jetzt alle gemeinsam noch unten was essen mit den ganzen Mädels. Wir haben uns verabredet. Und ich würde sagen, ich melde mich dann nochmal bei euch. Ich wollte euch jetzt erstmal das Zimmer zeigen. Jetzt werde ich erst noch ganz kurz für meine Kinder das Zimmer abfilmen. Die interessiert es nämlich immer, wo die Mama so übernachtet. Ne? Hier, schaut mal, da sind sogar Strümpfe. Cool, oder? Die haben echt an alles gedacht. Richtig, richtig schön. Gefällt mir gut. Guten Morgen aus Berlin. Ich gehe jetzt gleich zum Frühstücken, wollte mich aber noch mal ganz kurz bei euch melden. Gestern das Event, es war richtig, richtig schön. Ich habe heute Morgen alles noch mal Revue passieren lassen. Da hat sich Rossmann wirklich wieder wahnsinnig viel Mühe gegeben, um uns ein schönes Event zu bereiten mit ganz vielen tollen Stationen. Also es gab wirklich ein ganz, ganz tolles Programm. Und natürlich sensationell war die neue Theke von Revlon, die es bald bei Rossmann geben wird. Und zwar ab 7. Juli. Aber habt ein bisschen Geduld, denn natürlich müssen alle Theken erstmal ausgeliefert werden. Also haltet auf jeden Fall die Augen offen. Und ich bin auch total begeistert von diesem schönen Lippenstift, den ich auch trage, mit personalisierter Widmung. Hier steht Rossella Mia. Ich liebe sowas ja total. Und ich habe mir auch ein paar Schätze schon ausgesucht gestern an der Theke, die ich so ins Auge gefasst habe, die mich sehr, sehr interessieren. Die werde ich auf jeden Fall mir auch zulegen und kaufen und natürlich dann für euch testen und euch da auch auf dem Laufenden halten natürlich. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Produkte euch besonders interessieren. Dann schaue ich da natürlich auch mal nach. Und jetzt gehe ich aber wirklich zum Frühstück, denn sonst kommt mein Taxi und dann komme ich nicht zum Bahnhof und dann komme ich nicht nach Hause. Nee, Quatsch. Ich habe ja eine weite Zugfahrt noch vor mir und ja, da werde ich auch noch ein bisschen was arbeiten. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal zum Frühstück und ich hoffe natürlich, dass euch mein Video gefallen hat. Und ich würde sagen, hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss!